Es ist das Streitthema dieser Tage, Betreuungsgeld. Sollen Eltern Geld dafür kriegen, dass sie ihre Kleinkinder bis 3 Jahre nicht in eine Kita geben? Jetzt liegt ein neuer Vorschlag auf dem Tisch, um dieses Vorhaben den Kritikern schmackhaft zu machen. Demnach sollen Hartz-IV-Bezieher das Geld zwar erhalten, aber dann wieder abgezogen bekommen, ähnlich wie beim Kindergeld. Wie es heißt, damit gerade nicht die Ärmeren auf die Idee kommen, ihr Kind zu Hause zu lassen, um das Geld zu kriegen. Doch das überzeugt die Kritiker ganz und gar nicht. In Thüringen gibt es schon ein Betreuungsgeld, das sogenannte Landeserziehungsgeld. Doch im Gegensatz zu den Plänen im Bund gibt es in Thüringen das Geld zusätzlich zu Hartz IV. Im Bund soll das geplante Betreuungsgeld angerechnet werden. Hartz IV-Empfänger hätten dann unterm Strich nichts davon. Kritik kommt von Sozialverbänden. Denn es handelt sich ja nicht um eine Leistung zur Deckung des Lebensunterhaltes oder Ähnliches, sondern um eine reine Anerkennungsleistung. Und die muss dann auch tatsächlich allen gewährt werden, denn es darf kein Zweiklassenrecht geben in Deutschland. Trotz des wochenlangen Streits innerhalb der Koalition, die CSU macht Druck. Wir wollen das Betreuungsgeld und selbstverständlich wird das Betreuungsgeld auch wie andere familienpolitische Leistungen auf Hartz IV angerechnet. In Thüringen gibt es das Betreuungsgeld seit 2006. Die Erfahrung zeigt hier, dass es nur eine Säule der Familienpolitik sein kann. Gleichzeitig setzt man auf den Ausbau der Kita-Plätze. Und das ist zum Beispiel in Erfurt dringend notwendig. Und länger versucht, irgendwo anzumelden. Aber dann sagte man uns immer, dass zu wenig Plätze da sind für zu viele Kinder. Wir haben riesen Glück gehabt. Ich habe mich so gefreut und auch sehr dankbar, dass wir hier reingekommen sind. Mit Spannung wird jetzt der konkrete Gesetzentwurf aus Berlin erwartet. Der soll noch vor der Sommerpause kommen.